sterbe wirklich lieber Krieg als Frieden. Ich nehm's zu mir und reiß die Seiten raus. Weißes Papier und schreib was Neues drauf. Wer hat dieses Manuskript geschrieben? So, ja, also liebe Wolfsburger, liebe Wolfsburgerinnen, wir sind besorgte Bürger, die mittlerweile seit 3 Jahren, zuerst fängt es eben mal an, hier mit den ganzen Corona-Maßnahmen, was du eben erzählt, dass die Corona-Maßnahmen im Rennweg nichts anderes ist als eine Umformung für die digitalisierte Währungsreform. Das wissen mittlerweile viele Leute, dass das Bargeld abgeschafft werden soll und dass wir ganz klar sagen, da machen wir nicht mit. Ja? Am besten wäre es, wenn jeder Mensch hier komplett sein Bargeld abhebt, genau. Direkt am ersten alles runter, von allen Banken. Mal gucken, ob sie dann immer noch, was dann hier passieren würde. Wie gesagt, jeden Mittwoch stehen wir hier, wir gehen auch durch die Straße und durch die Stadt, um ganz klar zu sagen, nie wieder Krieg, wir wollen uns nicht daran beteiligen. Und hier muss ganz klar eine neue Situation her, die politische Achtung muss her. Und hier muss ein diplomatischer Weg gesucht werden. Ja, liebe, ich möchte nur einmal sagen, dass selbst jetzt die ukrainischen Bürger sagen, wir sollen keine Waffen liefern. Und das wurde im ZDF ausgestrahlt. Ich hoffe doch wohl, dass das hier irgendjemandem mal zu Ohren gekommen ist oder wird jetzt gar kein Fernsehen mehr geschaut. Also es tut mir leid, aber gar nicht informieren ist genauso scheiße, wie sich nicht beteiligen. Ja, liebe Menschen, es geht um Menschlichkeit. Es geht um Kinder, es geht um Eltern, es geht um Väter, Mütter, Großeltern. Es geht um Respekt. Es geht darum, dass in allen Ländern der Welt Menschen leben, die im Frieden leben möchten. Ich mag nicht, wenn von die Amerikaner, von die Deutschen, von die Russen, die Ukrainer gesprochen wird. Das ist einfach unreflektiert und undifferenziert. Jeder Mensch ist ein Individuum und sollte für sich bewertet werden. Die Menschen jeden Landes sind nicht die Regierungen, welche die Länder in Kriege führen. Deshalb weigere ich mich, einen jeden Menschen anderer Herkunft per se als mein Freund zu betrachten, nur weil eine Regierung dazu aufruft. Ich lasse mir meine eigene Meinung nicht verbieten. Denn frei nach Immanuel Kant habe ich den Mut, mich meines eigenen Verstandes zu bedienen. So rufe ich die Menschheit dazu auf, sich diese Kantsche Maxime zu eigen zu machen. In jeder Hinsicht, besonders in diesen manipulativen Zeiten. Die Rüstungskonzerne und die Banken, die dahinter stehen, drängen den Menschen Kriege auf. Genauer gesagt, erheucheln sie sich die vermeintliche Rechtfertigung für diese Interventionen über Lügen und Halbwahrheiten oder auch durch Ablenkung mit Konsum und Brot und Spielen. Sie inszenieren, manipulieren über korrupte Medien, engagieren sogar Schauspieler. Siehe Brutkastenlüge zum Einmarsch in den Irakkrieg damals oder jüngst Greta. How dare you? Dieses Mal durften Polizisten als Schauspieler herhalten für eine inszenierte Festnahme. Wer weiß, vielleicht winkt ihnen ja bald Hollywood. Fest steht, wer Waffen liefert, will Krieg. Sonst würde er Diplomaten schicken. Es ist eine Schande für unser Land, Waffen in Kriegsgebiete zu liefern. Dauerhafter Frieden kann es nur gemeinsam mit Russland geben. Daher fordern wir, dass alle Kriegsparteien die Waffen niederlegen und über Ursachen und vor allem die Zeit nutzen, über mögliche Lösungen zu verhandeln. Und eines noch, müssten jene, die am lautesten nach Krieg schreien, selbst an die Front, würde es diese Kriege gar nicht geben. So, liebe Freunde, seid ihr bereit für einen Spaziergang? Wir sollten hier, meine Herren, kein neues Detail sein, abgibt. Und dass die Leute dafür bekommen, Kopf, dass wir da kurz im Wahnsinn sind. Deswegen schließt euch alle an, egal was das Wetter ist. Der Krieg ist nicht mehr auszuhalten. Also, noch einmal, jeden Montag um 18 Uhr gehen wir auf die Straße für unsere Grundrechte und dafür, dass wir uns nicht am Krieg beteiligen wollen. Dass wir die diplomatische Lösung fordern und deswegen fordern wir jeden.
Wolfsburg auf für euch, um uns anzuschließen. Liebe Wolfsburger, die Bürgerinitiative Deutschland steht auf, geht hier spazieren, um darauf aufmerksam zu machen, dass hier vieles verkehrt läuft und alle Demokraten gefordert sind, an dem Friedensprozess teilzunehmen. Wir dürfen das nicht weiter eskalieren lassen. Wir haben den Ersten und Zweiten Weltkrieg gehabt und wir schlittern geradezu in den Dritten hinein mit den Kriegswaffenlieferungen. Kriegswaffenlieferungen haben noch nie Frieden gebracht. Wir brauchen diplomatische Verhandlungen. Die Kriegswaffenlieferungen müssen eingestellt werden. Deswegen wünschen wir uns, dass ihr um 18 Uhr mittwochs zum Hugo-Borg-Platz kommt und zeigt, dass ihr auch für Frieden seid, um die Politiker aufzufordern, einzulenken. Deutschland, gerade Deutschland, ist aufgefordert, nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg diplomatische Verhandlungen zu machen und nicht in fremden Ländern Kriegswaffen zu liefern, das außerdem laut Grundgesetz verboten ist. Also es besteht eine rechtswidrige Handlung, die dem Grundgesetz entgegenspricht. Außerdem müssen die Corona-Maßnahmen aufgearbeitet werden. Wir haben eine 30-prozentige Übersterblichkeit, die so nicht erklärbar ist. Es müssen umgehend Obduktionen durchgeführt werden, um letztendlich zu klären, inwieweit die neuartigen experimentellen Gentherapien daran schuld sind und die Impfmaßnahmen mit der neuen mRNA-Technologie müssen so lange eingestellt werden. Das fordern wir. Kommt mittwochs um 18 Uhr zum Hugo-Borg-Platz. Erzählt uns von euren Erfahrungen mit den Impfungen. Habt ihr Impfschäden in der Verwandtschaft oder vielleicht sogar Todesfälle? Dann erzählt uns das, damit wir das weitertragen können. Bei weiterverarbeiteten Lebensmitteln wie Dosensuppen etc. können wir sicher sein, dass auch diese Ekelkomponente in der Zutatenliste dieses oft in winzigen Buchstaben wie bei unliebsamen Verträgen kleingedruckte zu finden sein wird. Wo bleiben die Proteste? Mich macht dieses Neusprech der Globalisten nur noch krank. Alles wird schlechter und uns noch als große Errungenschaft verkauft. Die Nahrung, die Medizin, die Mobilität, die Umwelt, Sicherheitsaspekte, der ganze Maskenmüll, die Entsorgung der ungenutzten Geninjektionen, wie schon bei der angeblichen Schweinegrippe 2009, wo der ganze Mist entsorgt werden musste. Man bedenke, unser Ökosystem ist ein Kreislauf. Gruselig. Unser Geld ist weniger wert geworden, weil sie wie geisteskrank Geld drucken und sie hinter verschlossenen Türen schon die Abschaffung von Bargeld organisieren. Nicht planen, organisieren. Kinder sollen früh sexualisiert werden, läuft auch schon. Das sind Kitas, kleine Kinder sich nackig vor Erwachsenen machen und aneinander rumfummeln sollen. Wozu? Kinder lernen schon lange nicht viel Sinnvolles in Schulen mehr, aber das schlägt im Fass den Boden aus. Wir müssen alle weiter auf die Straßen. Es wachen immer mehr Menschen auf und die Leute in Behörden und sämtlichen Schaltstellen sollen sehen, wie viele Menschen diesen Irrsinn nicht haben wollen. Damit die Behörden mit uns über Rechtswege dieses Unrecht abwenden und damit endlich wieder Recht Geltung findet. Dazu fällt mir die Anzeige beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ein. Dort liegt eine 720-seitige Anzeige wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Folter, initiiert von Menschenrechtsverteidigerinnen in internationaler Zusammenarbeit vor. Ein Aktenzeichen liegt inzwischen auch dafür vor, es wird also bearbeitet. Und noch einmal zum Mitschreiben an alle Missachter der Menschenrechte, die keine hohlen Phrasen sind. Verbrechen gegen die Menschlichkeit verlieren niemals. Hallihallo, hallo Wolfsburg! Schön, dass ihr hier sind! Schön, dass ihr auch hier seid! Kommt doch zu uns, das ist noch schöner! Ja, ich würde sagen, Freiheit für Julian Assange, Freiheit für Michael Ballweg!
und keine Waffen in die Ukraine. Wir brauchen hier keinen Krieg. Wir brauchen dort Krieg. Wir brauchen diese Scheiße nicht. Wir brauchen Frieden. Wir brauchen mal wieder Völkerverständigung. Wir brauchen auch nicht 7-mal so teures Gas. Von unseren amerikanischen, US-amerikanischen Freunden brauchen wir nicht. Wir brauchen eine Normalisierung unseres Lebens. Wir brauchen diese Politiker nicht, die uns in einen dritten Weltkrieg führen. So, ich denke mal, nächste Woche ist hier wieder um 18 Uhr Treffen. Ist doch gut, dann kommt her und setzt ein Zeichen gegen diesen Krieg. Setzt ein Zeichen gegen die Waffenlieferung, die wir nicht brauchen. Kommt her, macht den Widerstand stark. Keine Waffen in die Ukraine. Dankeschön. Möchte noch jemand eine Wortmeldung abgeben? Noch eine Wortmeldung von irgendjemandem? Nein? Dann sagen wir Danke und die Versammlung ist hiermit offiziell beendet. Schönen Abend allen zusammen. Ihr grenzt uns aus, bedroht uns und erhöht den Druck. Doch das gibt uns endlich diesen einen Ruck. Denn immer mehr erkennen eure Tricksereien und fallen auf eure Lügen endlich nicht mehr rein. In Gut und Schlecht wollt ihr die Gesellschaft spalten. Ihr dachtet wohl, dass wir nie zusammenhalten. Doch nun passiert's, denn unser Denken, das bleibt frei.